Morelos gebraucht. Einer schöner wie der andere. Drei Palace, eine 90 LS, wenn wir jetzt mal gucken, den Grundriss hatte ich ja selber. Es ist einer der meistverkauftesten Grundrisse und beide meistverkaufteste haben wir hier. Wir haben einmal den 88 LB, der mit Abstand zu den verkauftesten gehört und meistverkauftesten, und den 90 LS. Ja, hier ist auf einmal Can Herzog. Hallo. Hallo. Grüß dich, Can. Du bist meine Tochter. Bist genau. Aus Lettland hierher gekommen und warst tatsächlich an der Mosel drehen. Wohnmobiltreffen. In Flüsserath. Genau. Genau. Wie viel waren da? Schätzungsweise um die 500 bis 600. Ein paar Morelos? Auch ein paar Morelos, ja. Haben wir auch gesehen zwischendrin. Ja, und du bist Stefan Buhr, grüß dich. Ja, hallo Sven. Ich bin der Stefan, hi. Ja, ihr macht seit 60 Jahren, verkauft ihr Wohnmobile, das Ganze heißt Wohnwagen Vogt, zeigt man das Logo, dass wir das haben. Und du bist ja jetzt Morelo-Vertragshändler seit 3 Monaten. Ja, das ist richtig, ja. Hast die aber vorher schon immer gebraucht gehabt, ohne Ende, seit Jahren schon. Bist der Spezialist für Ankauf auch im Ausland, das heißt, du holst die Morelos teilweise zurück aus Frankreich, aus Luxemburg, aus Estland. Ja, egal wo, ja, stimmt. So, dann geh mal gerade ein Stück zurück, dass wir den mal schön sehen. Komm mal mit. Und ja, du hast mir erzählt, so ein Liner, Can, das gefällt dir schon gut. Ja, natürlich. Ich meine, wem würde das schon nicht gut gefallen? Viel Platz, Komfort, was will man mehr? Hast du noch einen alten Führerschein eigentlich oder bist du gerade? Leider, ich glaube nicht mal gerade so, sondern vollkommen dran vorbei. genau, schön wär's. Weil das Coole ist, den kannst du mit dem alten Dreier fahren. Den kannst du noch fahren, genau. Bis 7,5 Tonnen geht das mit dem alten Führerschein und da sind wir noch voll drin. Ja, 349, 900, der ist ziemlich volle Hütte, oder? Das ist ein schöner Wagen, das hier mit der Echtglasbeplankung. Ah, der Echtglas? Genau, das ist schon ein richtig schöner Wagen. Und die Ausstattung, die er hat, die ist auch entsprechend zu seiner äußerlichen Erscheinung. Gastank, Vorluftfahrwerk vor der Hinterachse, rundum voll ausgestattetes Fahrzeug. Ja, hat er vorne die Spurverbreitung, hat er vorne. Die White Axle hat er nicht, aber braucht man nicht, weil die White Axle kommt noch einen Ticken weiter raus. Vorteil ist von der Lösung, der Wendekreis ist einfach kleiner. Da hast du recht, ja. Das ist wirklich wesentlich. Also man sieht das hier, also es kommt schon ein gutes Stück raus. Wäre die jetzt nicht drauf, die Spurverbreiterung, dann wird das auffallen. Was hat der für eine Breite? Ist das ein 240er? 240er, ja, genau. So, und das heißt also ganz pragmatisch, der 90 LS ist der absolute, ich sag mal, Grundriss, wenn du ein etwas längeres Fahrzeug haben möchtest. Denn er hat Längsbetten, er hat eine ganz tolle Aufteilung. Can, wir gehen gleich mal rein, gucken uns den mal an. Du kennst ihn schon, wir waren nämlich damit schon unterwegs. Ach, das ist das Fahrzeug. Aber das ist nicht das Fahrzeug. Nein, nein, das war nicht der Loftliner, wo wir zuletzt waren, sondern den hatten wir davor. Ja. Also der 90er in wirklich klasse Grundriss. Und ich sehe schon rein, kein Hubbett. Das heißt, du hast irre viel Platz vorne. Ja, das ist eben sehr schön bei den Linern, wenn du kein Hubbett hast. Klassischer 2-Personen-Grundriss mit viel Platz. Ja, was ich nicht hatte, Can, guck mal hier vorne, das ist echtes Glas. Auch hier die Beplankung an der Seite ist auch echtes Glas. Das wiegt zwar ein bisschen was. Ja. Nee, da dahinter, das ist immer Glas. Das ist ja auch immer. Okay, ja, ja, das ist immer Glas, aber ab hier ist normalerweise kein Glas. Was hat das für einen Vorteil? Was denkst du? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ja, überleg mal, Glas ist härter als Plastik. Widerstandsfähiger dann? Widerstandsfähiger, okay. Ja, sehr gut. Ja, insbesondere wenn man mal bei Büschen vorbeifährt, bei Ästen, dass die dann nicht direkt so Kratzspuren sind an den Aufklebern. Und es sieht natürlich alles in allem auch sehr, sehr edel aus. Ja, ja, es ist hochglänzend, das siehst du hier. Auch die Fenster selber sind jetzt auch kratzfest. Du hast ja immer das Problem, du fährst irgendwo lang und dann kommen so Gebüche, die auch schon abgebrochen sind, weil einer schon vorher lang gefahren ist. Und das ist noch schlimmer. Ja, genau. Ja. Aber wiegen tut es 115 Kilo, wenn es jemanden interessiert. Ist das Mehrgewicht als bei der Standardvariante. Und wenn man ausreichend Zuladung hat, würde ich es auf jeden Fall mitbestellen. Gerade bei so einem 2-Personen-Wagen. Und dann sollte man das vielleicht doch investieren, auch wenn es beim Neuanschaffung irgendwo um die 10.000 Euro Mehrpreis sind. Ja, Can weiß gar nicht, warum ich sie hier gerade anvisiere. Wenn du mal ein Stück zurückgehst, dann schauen wir mal in so eine Klappe rein. Denn das Ganze hat natürlich eine riesen Durchladung. Das guckst du hier beim 90er. Und das ist nochmal der Riesenunterschied gegenüber dem Loft. Also der Loftliner hat die gleiche Klappenhöhe. Mhm. Wichtig ist ja, wenn die Klappenhöhe höher ist, dann hat es welchen Vorteil? Man kann besser sperrige Dinge reinmachen, gehe ich mal davon aus. Oder? Also es geht um die Euroboxenhöhe. Das ist ja oft, haben ja die Leute hier Schwerlastauszüge drin, ja. Die kann man nachrüsten. Ja drin, ja. Und bei dem
Bei dem Loft ist das etwas tiefer, beim Loftliner die gleiche Höhe und beim Palace hast du eigentlich schon, wie bei den ganz Großen, eine sehr große Höhe von der Klappe. Mhm, du hast ja schön gesagt, der Wagen hier hat ja einen Schwerlastauszug, einen kleinen drin und das ist super praktisch. Wir gucken uns das mal an auf der anderen Seite. Jan, komm mal mit. Dann zeige ich dir das mal. Ein Schwerlastauszug hat den Vorteil, du musst nicht reinkrabbeln und kannst ihn rausziehen. Siehst du hier? Und das ist hier von Weißwerk, das ist eigentlich so ein Klassiker. Der ist auch schön eingebaut mit Küchenmodul. Also ein Küchenmodul kann man sogar abnehmen, kannst du woanders hinstellen. Ganz praktisch. Und das Coole ist, das ist zerstörungsfrei eingebaut worden. Ja genau, das ist einfach nur auf Gegendruck eingebaut. Und den kann ich genauso wieder ausbauen, ohne dass hier Spuren entstehen dabei. Sehr schön, fahr mal rein. Das Ganze geht wie von Geisterhand und da siehst du auch schon die Höhe. Nee, du musst hier einmal entriegeln, zweimal. Jetzt? Und jetzt? Das ist die Sperre, damit er nicht einfach rauskommt oder reinfährt. Also wenn jetzt einer, du stehst ein bisschen schräg und damit er nicht einfach so rausfällt. Okay. Ja, aber da kommen wir. Wenn man so einen Strom anschließen will, ganz fein gelöst hier noch mit dem Spiralkabel, können wir an der Ordenstelle, können wir eben dann mit Strom kochen. So, hier ist ein Staubsauger mit drin, guck mal, ein Zentralstaubsauger. Kannst du innen anschließen. Und aber ein paar schöne Sachen. Komm, wir gehen nochmal zur anderen Seite. Dass wir das sehen, das Echtglas findest du nicht so oft. Also es wird. Nee, leider nicht. Also es ist. Ich muss aber auch jetzt persönlich sagen, jetzt wo ich gerade beide nebeneinander sehe, es hat schon was für sich. Hat schon was. Also hier siehst du, das ist die Folie. Genau, das ist einmal die Folie mit dem Plastik und dann natürlich das Echtglas daneben macht schon was her. So, das hier sind auch die Kunststofffenster, wie du siehst. Ja. Also das ist klar. Und hier guck mal, das ist halt anders, oder? Okay, so dann Gastank ist hier drin, ja, sehe ich schon. Gastank sieht man von unten her, den Einfüllstutzen. Klappe können wir auch mal aufmachen, wenn du möchtest. Ja, mach mal auf, das mal kurz mal sehen. Denn Morello liefert üblicherweise serienmäßigen Gasfilter mit. Was im Baujahr haben wir hier bei dem? 2021. Okay, genau das Modelljahr kenne ich nämlich. Oh, großer Tank, 120. 150 sogar, ne? 150 Liter Gastank. Wie lange hält das in der Praxis? Wir müssen umrechnen, 80% ist die Füllung, die im Tank sein darf. Und wenn wir das dann auf 80% rechnen, dann sind wir noch bei 120 Kilo durch 2 sind 60 Liter. Also habe ich 60 Kilogramm habe ich umgerechnet, dann rund 6 große Gasflaschen. 6 Stück. Wow. Das Coole ist allerdings, dass es so bequem ist. Das heißt, du kannst diesen Gastank hier, Jan, guck mal, das ist der Anschluss. Wenn du den mal gerade rausdrehst, da ist ein Bajonett. Einfach ein bisschen nach links jetzt drehen, also gegen Uhrzeigersinn. Das versuche ich. Ja, und dann kommt es raus und da siehst du, da ist ein Anschluss, da gibt es einen Adapter für. Und das kannst du auf jeder Tankstelle einfach aufladen. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. LPG, ja. Das ist so. Da muss man eigentlich im Winter... Wie macht man das denn normalerweise dann noch? Bitte? Wie macht man das normalerweise? Du tauschst die Flaschen. Also hier vorne sind Flaschen drin, die wiegen insgesamt ca. 20 Kilo. Kommt das hin? Genau, 20 Kilo Gasvolumen, ja. Also das ist so drin, 11 Kilo Flasche mit dem Stahl, was drumherum ist. Die wiegt schon 30 Kilo voll, das Ganze, ja. Und hier oben ist ein Umschalter, siehst du den? Guck mal, Jan. Da kannst du zwischen dem Tank und der Gasflasche umschalten. Also wenn du das mal... Das heißt im Prinzip, wenn der eine dann leer ist, kann ich dann immer noch auf die anderen zugreifen? Ein Beispiel, du bist im Winterurlaub so, ja. Und stehst fest, viele stehen da mal 3 Monate. Irgendwann ist der Gastank leer und dann verkauft der Campingplatz die Gasflaschen im Tausch. Und dann kannst du einfach austauschen. Okay, das ist natürlich... Mal wieder praktisch, ja, genau. So. Ja. So, dann mal bitte hier öffnen. Da ist üblicherweise Entsorgung. Da ist das Besondere. Jan, du kennst dich schon aus. Wie funktioniert dieses Klo hier? Ach so, mit einem Zerhexner. Ja, mit einem Zerhexner. Ja, ich hab's. Gut. So, das liegt nämlich daran, du hast gerade 30 Videos gedreht und hier sieht man es. Hier ist sogar noch ein C-Schlauch dabei. Das hat riesen Vorteile. Ja. Kannst du eben mit dem Bajonett adaptieren und kannst dann eben schön verlängern. Kannst verlängern, kannst zum Beispiel den Grauwasseranschluss fest anschließen. Es gibt Campingplätze, da darfst du das Grauwasser fest ableiten. Bitte nicht das Klo, denn das würde theoretisch auch gehen. Außendusche? Hat es natürlich auch verbaut. Hat es verbaut, ja. Dann hat es hier noch jede Menge Zubehör. Also das ist übrigens die Ausgleichsflüssigkeit von der alten Heizung, hat eine Warmwasserheizung eingebaut. Und ja, ein schönes Fahrzeug. Das ist... Dann, das ist jetzt mal der Häcksler. Sollen wir den mal kurz zeigen? Denn da sagst du, wenn es ganz weit weg geht, ja, ruhig mal einen Ersatzhäcksler mitnehmen. Ja. Passiert zwar nie, aber du weißt, wir waren in Hamburg. Was haben wir reingeschmissen? Die Kosmetiktücher anstatt Klopapier. Ja, und dann hat sich das Kosmetiktuch
um den Häcksler gewickelt. Ja, das und war dann nicht ganz so lustig, genau. Wir haben es aber hinbekommen. Ja. So, und das heißt, ich habe den sogar, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die beiden Anschlüsse vertauscht, dann ist er rückwärts gelaufen, dann haben wir wieder vorwärts laufen lassen. Und irgendwann mal, dann, oh, das war ich. Hast du im Forum den Tipp nachgelesen? Oder? Da kam ich sogar selber drauf, super, weil ich mir überlegt habe, okay, hier ist die Heizung auf der Sache. Genau. Und da siehst du auch, hier vorne ist so ein kleines Zusatzteil. Was könnte das für einen Sinn haben? Siehst du das 3D-Druck? Keine Ahnung. Überleg mal, was passiert? Das ist eine Heizung. Kann im Lüften oder? Nee. Im Winter ist kalt und da kommt warme Luft raus. Was passiert? Oh, er zeigt es schon hinten im Hintergrund, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen. So, wenn du mal gerade machst, was hast du hier gezeigt? Es tropft raus. Ach, okay, das waren die Tropfen. Das ist Kondensat, ist das. Ja. Und damit das denn nicht hier runter läuft, wir können ja mal gerade auf der Seite vom anderen Fahrzeug gucken. Da habe ich nämlich gesehen, der ist noch nicht endgültig aufbereitet worden. Und Jan, guck mal, siehst du es? Ach ja, okay. Sieht dann man die Spur. So ein bisschen. Und dann hat man das so ein bisschen noch mit dran. Und ein Eisbad verbaut. Auch noch, ja, dann, ne? Ja, ja. Eis, je nachdem dran. Und damit das nicht passiert, kannst du dir einfach mit Schrauben, aber das hat der Vorbesitzer schon gemacht, machen eigentlich viele. Viele, ja. Ja, das ist so. Über die Klappe auch läuft, ne? So, und das hier, das Rote, weißt du, was das ist, Jan? Das weiß ich. Das ist, wenn man den Wasserhahn auftritt, dass dann direkt warmes Wasser kommt, ohne Verzögerung. Stimmt das, oder? Also das ist was ganz Besonderes. Das ist ein Wärmetauscher. Das gut, geht ja in die Richtung, ja. Ganz gut, ja. Bitte, erklär mal. Das ist kein Wärmetauscher, sondern ein Durchlauferhitzer ist das hier auf 12 Volt. Und von der Idee hat sie natürlich recht. Im Haus funktioniert das ja über 220 Volt, dass es durchläuft und direkt heiß wird. Und mit diesem Zusatzmodul, mit dem 6-Liter-Boiler, hier habe ich die Möglichkeit, auch mal, dass zwei Leute hintereinander duschen können, ohne dass es zu lange dauert, bis das Duschwasser wieder über die alte Heizung warm wird. Sehr schön. So, bist du ganz sicher mit dem Durchlauferhitzer 12 Volt? Das ist auch das Verständlichste. Technisch gesehen kannst du es jetzt auch anders ausdrücken, aber ja, vom Verständnis her, wenn du es jemand Dritten erklärst, hat sie schon nicht ganz unrecht. Von der Funktion. Ja, das mag sein. Hier ist ein Alpfilter drin, guck mal. Ja. So, und was macht der? Du hast ihn jetzt sogar gefilmt jetzt auf dem Relais oben auch, oder? Ja, also Alp filtert das Frischwasser so, dass das Tankwasser so, dass es dann nochmal trinken kann. Es wird filtriert. Und die alte Flow, ich habe jetzt selbst eine alte Flow drin in dem neuen Concorde, den wir haben, der sorgt wirklich dafür, dass du irre heißes Wasser hast, wenn du das Wasser langsam laufen lässt. Also wenn du jetzt hingehst und machst das so, dass es gerade so rauskommt. Der Hitzer zu Hause, der schafft es ja eben parallel, aber es wird 12 Volt nie schaffen eben. Ne? Cool. So, und das ist der blaue Filter da hinten. Siehst du den? Den habe ich auch zu Hause liegen. Ja, ein Alpfilter. Da, den kann man übrigens aufschrauben, kannst die Kartusche wechseln. Es ist schön ausgestattet. Denn alte Flow ist nochmal ein extra Kosten. Dann Besonderheit hier, große Tür auf der Fahrerseite. Das ist auch eine Option. Und da ist nochmal eine kleine drauf. Und dieser Inverter, das hat mir nämlich heute, habe ich dir erklärt, was der macht. Das war das, was du nicht hattest in dem Etrusco. Von 12 auf 24 Volt? Nee, von 12 auf 230. Ah, auf 230, genau. So. Also quasi Haushaltsstrom. Genau. Ja. Und der kann aber noch mehr. Genau, der ist parallel auch ein Ladegerät, der mit 120 Ampere die Aufbaubatterien lädt. Das ist ein Kombigerät. So, und der hat richtig Strom. Also Jan meinte, sie kann das gar nicht verstehen zwischen dem Concorde und dem Etrusco. Die sehen ja genauso aus, die machen ja dasselbe. Ja, das hier ist eben schon mehr Haushaltstechnik. Und bei dem Etrusco, den kannst du auch so aufrüsten. Also das geht schon. Dann ist aber Laden. Aber dann musst du ein bisschen was investieren und ja, gegebenenfalls auch dann, ja, hast recht, können wir auch überladen. Ja. Was auch ein Riesenunterschied ist gegenüber diesen kleineren Modellen, ist das Doppelbodenkonzept. Also hier ist alles innenliegend. Alle Tanks, alles. Da haben wir uns eben am Auto drüber unterhalten. Ich muss dazu sagen, dass ich mich ja gar nicht damit auskenne. Für mich sieht das alles irgendwie dann gleich aus. Ich gucke nur auf die Optik dann natürlich. Und ich habe jetzt während dem Wohnmobiltreffen schon einiges gelernt. Also ich wusste vorher gar nichts. Und man lernt halt nie aus. So, was ist das hier, Jan? Dieses Gestell hier auf der rechten Seite. Das ist für die Euroboxen? Kann das? Für die Euroboxen. Die kannst du hier reinlegen. Ja. Und die sind sogar selbstverriegelnd. Das ist das Besondere. Durch die Schwerkraft halten die sich. Und hier kannst du Euroboxen reinmachen. Und hier kannst du sogar noch Stühle reinmachen. Hier ist eine Halterung, dass du die Gartenstühle, also die Campingstühle hier reinstellen kannst. Und hier ist sogar noch eine Stangenhalterung mit dabei, dass du also hier Sachen aufhängen kannst. Auch wieder mal von Weißwerk. Ist
Der Typ ist richtig krass, oder? Der ist cool. Ja, ich denke, dass der selber angefangen hat als Wohnmobilist und hat gemerkt, dass seine Stauraumgarage schön hoch ist und groß ist und dass alles hier rumfliegt und keine Ordnung herrscht. Und diese Aluprofile eignen sich natürlich hervorragend, um in die Profile alle möglichen Verbinder reinzumachen. Und das ist eine unendliche Geschichte, was man damit machen kann. Das ist ganz praktisch und steht eben von selbst, ist nirgendwo verschraubt, ist einfach nur auf Andruck geschraubt. Tolle Sache. So, wir machen jetzt mal eins. Geh mal bitte rein, John. Wir machen jetzt mal die Klappe zu und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Dass wir das mal sehen. Auf der Rückseite, am besten machst du mal schnell auf, sonst kriegt die... Hallo Jan. Anhängerkupplung ist mit dabei, 360-Grad-Kamera mit Birdview, das sieht man hier hinten sehr schön. Da sind zwei Kameras, guck mal Jan. Oben drüber, das ist die Rückfahrkamera, die kennst du ja schon vom Intruso. Das ist genau die gleiche, die wir auch angebracht haben. Nee, die ist festmontiert, also die ist jetzt nicht über Funk. Aber die da drunter, was hat die für eine Aufgabe? Ich habe das auch schon gelernt tatsächlich. Die umwacht im Prinzip die Umgebung, kann das sein? Und dann kann man das auch eventuell mit dem Alarmsystem verknüpfen. Könnte man auch. Könnte man sogar machen, da gibt es sogar Möglichkeiten dafür, ja. Aber der Hauptgrund, das wäre jetzt eine 4- bis jetzt. Okay. So, was ist der Hauptgrund? Also ich zeig dir mal was anderes, komm mal mit. Kann man es besser sehen. Da vorne ist noch eine Kamera. Schau mal da oben drüber in der Mitte. Siehst du die? Ist das ein Einparksystem? Ja. Gut. Ja, ist ein 360-Grad-Einparksystem, was ich aber auch hier gerade von Camos super während der Fahrt nutzen kann. Ich sehe das Auto von oben. Ich gucke von oben drauf und der simuliert praktisch, als wenn ich es von oben sehen würde. Das Ganze gibt es ja nochmal vorne und auf der anderen Seite. Das wird, glaube ich, mit so einem speziellen Pattern, so Muster, was du auf dem Boden legst, wird das angelernt, oder? Genau, wir haben hier so wie so kleine Rallye-Streifen und mit verschiedenen Farben, die werden rundherum gelegt und dann muss das kalibriert werden. Und danach funktioniert es auch. Ist aber schon gemacht, oder? Ja, natürlich. Ja. So, funktioniert schon. Wenn wir nachrüsten würden, ja. Das kann man uns gleich mal innen angucken, wie das ist. So, dann gehen wir noch mal kurz in die Garage rein. Gleiche Sache. Das Schöne ist natürlich hier, wenn du einen 90 LS hast, dann ist der Heckkofferraum... Hast du gemacht, aus Sicherheitsgründen. So, der ist immer auch nach einer Zeit verriegelt. Das ist nämlich ganz witzig. Und er macht es gerade mal auf. Also wenn du dann das Handbuch hast... Musst du nämlich einmal auf und zu machen und dann wird die Entriegelung nämlich wieder aktiviert. Ja, okay. Muss man wissen. Also er hat nämlich einen Schlüssel. Wenn du einen Schlüssel hast, nee, kein Schlüssel dabei. Aber wir haben ja eben, also ich erkläre es doch nochmal. Ihr macht einfach auf und zu und dann ist es nämlich wieder aktiv und dann kann man öffnen. Ja, wenn der Schalter funktioniert. Ja, ich habe den eben aufgemacht. So, dann. Der Schalter ist in Rückstand hier. Der ist zwar eingebaut, aber... Schalter ist tot. Achso, okay. Guck mal hier, da vorne steht Booster drauf. Ja? Was denkst du, was hat das für eine Funktion? Sind wir hier bei Wer wird Millionär? Aber ein Booster, guck mal hier, da ist ein Kabel dran. Ich weiß nicht, wofür das generell die ganze Klappe jetzt gerade ist. Guck mal, auf der linken Seite gehen dünne Kabel rein, rechts gehen ganz dicke Kabel rein. Das im Prinzip ist es dann auch wieder von 12 Volt auf... So, jetzt, das kannst du nicht wissen. Das kann sie nicht wissen, nee, das muss man auch sagen. Das ist so speziell, seit es Euro 6 bei den Fahrzeugen gibt. Vorher war das ja nie ein großes Thema gewesen, damit man überhaupt über die Starterbatterie, über die Lichtmaschine wieder die Aufbaubatterie genügend laden kann. Und da hat irgendwann Euro 6 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dafür baut man heute Ladebooster ein und kann hier mit 45 Amperestunden auf die Batterie laden, sodass ich dann auch mit vollen Batterien wieder ankomme. Also du fährst los, bist am Campingplatz gewesen, die Batterien haben noch 30%. Mhm. Du startest den Motor. In dem Moment simuliert dieses Gerät hier einen Verbraucher, damit die Lichtmaschine Strom abgibt. Denn wenn die Lichtmaschine nicht so überlistet wird, gibt die keinen Strom ab, damit Sprit gespart wird. Euro 6. Ja. Und dafür ist dieser Ladebooster da. Und der lädt die Batterie dann mit 45, sagst du, gell? Das hier ist mit Sicherheit ein 45er. Wir können da mal gucken. Ja, könnte sein. Lass. Ja, bis auf. Ja, ich habe auch schon welche mit 70 gehabt, aber da muss ja auch die Starterbatterie entsprechend dimensioniert sein. Es bringt ja nichts, wenn du mit 70 Ampere lädst und dann ist nachher die Starterbatterie nach 3 Stunden Fahrt immer noch nicht ganz voll. Also 45 schon eine ordentliche Dimension für ein Daily. Beim LKW kannst du viel mehr machen. So, guck mal hier hinten in der Ecke links, schau mal kurz an, das Grüne, siehst du das? Das. Ja, und wenn du mal schreibst, da sind Zahlen drauf. 1 bis 4, 5 bis 8. 5 bis 8, was heißt das? 8 Solarpanels. Beim Solarregler, es sind keine 8 Solarpanels, es sind 8 Eingänge, aber 8 Solarpanels haben wir insgesamt nicht drauf.
Aber wir sind hier verbaut? Ich glaube 6. Wir gucken gleich mal drauf. Also ist 800 Watt sind es auf jeden Fall. Aber ich guck mal gleich, wie viel. Guck gleich mal drauf. Also da ist so viel Solar drauf, dass du, wenn du stehst, die Batterie gar nicht leer kriegst. Ja, das heißt im Prinzip kann ich dann auch voll autark. Ja. Stehen. Also das ist das Batteriefach. Also da siehst du auch die Sicherung mit allen drunter, dann, wenn mal irgendwas ausfällt. Eine Besonderheit hier auch noch die Leichtmetallfelgen, das ist auch extra. Genau, bei dem Zwillingsbereiften sieht man es eher selten. Meistens sind ja diese Razierblenden von Jumbo drauf und das hier sind tatsächlich Alufelgen. Ja. So, und dann hier noch ein Boden. Das ist üblicherweise je nach Tankgröße mal größer oder kleiner, der Stauraum. Und hier hast du dann noch von Weißwerk einen Zwischenboden eingezogen. Und hier siehst du die Verrohrung. Guck mal, Jan, das ist richtige Haushaltsverrohrung hier drin. Und das ist wahrscheinlich von der Küche der Ablauf, also in den Grauwassertank. Das werden wir gleich sehen, genau. So, dann auf der Seite, das haben wir schon gesehen, das war der Auszug. Und hier diese Tür, das kennst du noch, das ist eine Feuerwehrtür. Also die wird so bei Rettungsdiensten eingesetzt und diese Firma, die diese Tür baut, baut unter anderem für Krankenwagen und Feuerwehren diese Türen rein Composite, also ein richtiger Profi. Ja, das stimmt. Die Tür hat sich durchgesetzt, würde ich sagen. Die ist hier auf dem Markt allgegenwärtig und war früher ein Aufpreis gewesen, dass man dieses Zahlenschloss auch hat. Heute ein Standard bei den Fahrzeugen. Ach, das heißt, es geht generell um das Zahlenschloss, was verwendet wird? Okay. Ja, und auch die Haltbarkeit. Wenn du die mal feste zuschlägst, die hat nämlich 3 Scharniere. Und Morello sagt, die darf man sogar so zumachen. Dafür ist sie gebaut. Ja. Und das ist, dann gibt es hier einmal eine Arretierung, dass wenn die Außenklappe auf ist und das Fenster auf ist, dass ich nicht das Fenster kaputt mache. Und wenn ich sehe, okay, da ist kein Hindernis, dann kann ich es auch ganz aufmachen. Oh, es könnte ja sein, die Außenklappe ist auf und dann stößt du mit der Tür gegen den ausgezogenen Auszug. Und hier, das ist der Staubsauger, guck. Da das heißt, ist der Ausgang. Einfach nur noch ein Rohr dran, also ein Schlauch dran und dann war's das, ja. Genau, du musst also nicht den Staubsauger umher. Ist der denn, ist die Saugkraft gut? Also, weil ich hab halt zum Beispiel Hunde und bei mir ist immer die Saugkraft natürlich sehr wichtig. Aber also ich persönlich nehme trotzdem immer noch einen portablen Akkustaubsauger mit, weil ich einfach da von den Hundehaaren eher auch eine gute Erfahrung habe, wie sie aufgesaugt werden. Ist natürlich auch praktischer, weil da kann man dann nochmal Sachen wechseln, die vielleicht hier dann nochmal ein bisschen schwieriger sind. Aber du weißt, sie haben es besser wie brauchen. Guck mal hier das Display. Da ist ein kleiner Fernseher drin, wenn du mal Fußball-WM gucken willst oder so. Ah, okay, dafür ist der da, ja. Was denkst du, was ist es? Wahrscheinlich für die... Ich sag schon wieder, das ist so geil. Sag mal, was hast du gezeigt? So, hat er gehört. Und, was könnte das sein? Ich weiß es aber immer noch nicht. Guck mal unter das Auto, unter Autos drunter. Komm, wir gucken mal drunter, Jan. Das ist für das Hubsystem. Ja! Ah, okay. Das ist die Hubschürzenanlage. So, was macht die? Weißt du schon? Das heißt, wenn man uneben steht, was ich auch angenehmer finde, ist, wenn man auf den Stützen steht, dann wackelt das Fahrzeug auch nicht so. Und generell gleichzeitig Unebenheiten aus. Ja, Jan hat gefragt, ob sie anfangen kann. Und? Hat sie Chancen? Ja, sie weiß schon sehr viel. Ein bisschen mehr wissen. Du fragst natürlich hier Fragen, wo sie gar nicht wissen kann. Ja. Aber sie weiß schon sehr viel dafür. Ja, ich mache das jetzt mal aus Spaß so, weil viele, die sich so Morello kaufen, für die ist das erste Wohnmobil. Und ich glaube, das ist mal ganz witzig, mal jemanden mitzunehmen, der das so ein bisschen gesehen hat. Und sie stellt auch die richtigen Fragen, glaube ich, oder? Ja, das ist schon richtig. Ne? Die Fragen, die kommen im Verkaufsgespräch genauso. Der Anteil an Erstkäufer, der ist jetzt nicht so hoch, muss man auch sagen. Aber irgendwo bei 20% wird das liegen, wo gar keine Erfahrung vorher liegt. Ja. Außerdem, du bist ja eine ganz süße, meine Tochter. Und dann macht es mal Spaß, dich vorzuführen. Ist ja auch ein Unterschied, ob man mitfährt und Urlaub drin macht oder ob man sich dann wirklich aktiv dafür Dinge drüber wissen muss. Man hat es bedient, aber man trotzdem. Guck mal, da unten ist eine Lampe drin mit einer roten Kontrolllampe. Warum ist da noch eine Kontrolllampe drin? Damit man weiß, ob sie an oder aus ist. Warum? Ich könnte ja beim Licht sehe ich ja, ob es an oder aus ist. Vielleicht ist das fürs Außenlicht? Oder? Genau, für den Stauraum, also für die Klappen, glaube ich. Stauraumbeleuchtung. Ja, Stauraumbeleuchtung. Ja, so nicht, das siehst du ja nicht. Klappen zu sind, ja, genau. Also, das heißt, wir haben eine Hubstützanlage drin, wir haben einen großen Spiegel mit eingebaut, eine Doppelkolben-Inverter-Klimaanlage. Wow, was ist das? Das bedeutet, also du kennst auch Klimaanlagen im Kühlschrank, der geht an und aus. Mhm. Dann geht er wieder an. Das heißt, der eine geht aus und der andere geht an. Im Prinzip beim Wechseln, oder? Nein, Doppelkolben heißt, der hat zwei Kolben im Kompressor, also etwas leichtgängiger. Aber Inverter bedeutet, der geht nicht mehr an und aus, sondern der wird langsamer oder schneller. Ach, okay. Was hat das denn Vorteil? Dass die Kühlkette komplett nicht unterbrochen wird? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Komm, wir gehen mal rein, dann zeige ich es mal. Ja.
Also, wenn du jetzt die Klimaanlage laufen hast und das Auto steht jetzt hier. Kühlkette, habe ich gesagt, wie beim Kühlschrank. Und du weißt, was passiert beim Motor, wenn du Gas gibst. Du hast einen quer eingebauten Motor. Was passiert? Genau, es gibt Vibrationen. So, und wenn der anläuft, dann wackelt das Auto ein bisschen. Ah, das heißt im Prinzip, dadurch, dass es ja dann gar nicht anlaufen muss, hat man das dann nicht mehr. Ja, das andere, das merkst du schon enorm bei einem anderen Kompressor, wenn der angeht, dann macht es brumm. Und also, das ist auch bei alten Kühlschränken ist das genauso. Da merkst du auch, wenn der Kompressor so anläuft. Was wir sagen, die neuen machen das schon ganz gut. Aber der hier, wenn der mal läuft, und jetzt kommt noch eine Besonderheit, du kannst damit heizen mit gerade mal 3 Ampere bei 230 Volt. Du kennst ja die Steckdosen haben 16 Ampere bei 230 und 3 langen. Und damit kannst du das Auto heizen. Warum ist die Zahl, warum ist die Zahl 3 so wichtig? Die Italiener sind sparsame Leute. Und wenn du in Italien auf dem Campingplatz stehst, wie sind die meist abgesichert? 4 Ampere. So, das heißt, du kannst, weil die wollen ja nicht, dass du damit heizst. Und was machst du jetzt? Trotzdem heizen. Genau, du schickst quasi die 4 Ampere dauerhaft in die Batterie. Ja. Okay? Die Batterie puffert die zwischen, macht daraus 16 Ampere. Und da der aber nur 3 Ampere braucht oder 4 Ampere, kannst du damit klimatisieren und heizen. Und normalerweise würde die Sicherung nämlich immer rausfliegen. Wenn du das reinsteckst, das kennst du ja, du steckst sie rein, machst deinen Kocher an. Ja, und dann kannst du mal rausgehen und kannst die Sicherung im Kasten wieder reinmachen. Ne? Ja, und das die ganze Zeit. Und das wissen natürlich die italienischen Campingplatzbetreiber, aber nicht nur in Italien, mittlerweile in Kroatien. Also bei Strom ist teuer und dann sagen die, du darfst aber maximal da 3 Ampere rausnehmen. Wenn du aber permanent 3 Ampere rausnimmst und die wieder in die Batterie reinmachst, dann sorgt die Batterie dafür, dass wenn du jetzt ganz viele Sachen auf einmal anmachst, wie das zum Beispiel, das zieht dann bis zu 10 Ampere, dass das kein Problem ist, weil die Batterie puffert dazwischen. Also ich erkläre es dir. Du hast einen Tank auf dem Dach, okay? Ja. Der Tank hat 1000 Liter. Mhm. Du würdest aber nur 5 Liter pro Minute reinlassen. Dann könntest du aber aus dem Tank, wenn er voll ist, 1000 Liter rausnehmen, okay? Die würden dann mit 5 Liter nachlaufen. Das heißt, der Tank würde sich über den Tag verteilt immer wieder auffüllen. Mhm. Willst du aber zum Beispiel 200 Liter rausnehmen, dann geht das ja, wenn du das direkt an 5 Liter angeschlossen hast, nicht. Ja. So, und der sorgt dafür, dass die Batterien puffern dazwischen und du kannst so viel rausnehmen, wie du willst. Weil in der Praxis nicht mehr auf das angewiesen ist, auf das Äußere, sondern im Inneren im Prinzip. Ja, gut, oder? Ja. Sehr gut. So, und das ist die Steuerung hier. Das siehst du also hier oben. Das sind ganz viele Gadgets. Erklär mal bitte. Das Gesicht hätte ich fast. So, auf der linken Seite, das kennst du aus dem Metroskop. Gewalt hinter der Kamera sieht man ja nicht. Ne? So, auf der linken Seite, guck mal, da sind so Piktogramme. Was steht da drauf? Licht, Wasser, Musik. Musik, ja. Das daneben ist Gas. Ah, okay. Und dann natürlich noch das Wasser für außen? Nee, was ist denn das? Was stelle ich mir unter dem vor? Das ist Umpumper. Umpumper. Ach, okay. Damit kannst du aus dem Grauwassertank in den Fäkaltank umpumpen. Also man braucht meistens den Fäkaltank nicht komplett. Okay, und dann kann man das auch noch mit auffüllen. Und der Vorteil ist, du kannst es verdünnen und reinigen. Ja. Das ist der Vorteil, weil oft ist im Grauwasser ja dann auch Seife mit drin, ganz praktisch. Und dann schüttelt sich das durch während der Fahrt. Oh. Und damit kannst du, ist gut, damit kann man es reinigen. So, okay, ja klar. Das heißt, ist ja wie eine Reinigungsanlage. Mehr Frischwasser befördert als Abwasser. Und dann hat man den Puffer dann immer noch, weil der Schwarzwassertank weniger in der Regel hat wie der Grauwassertank. Ja, und die Umpumpfunktion ist nämlich extra bei Morillo. Das ist, dann hat das hier dieses Musiksymbol, was hat das für eine Funktion? Ich gehe mal davon aus, das steuert die Musikanlage. Ja, oder? Aber guck mal, das ist ein Fernseher. Und wenn du jetzt versuchst, den Fernseher rauf und runter zu fahren, ist der blockiert. Mhm. Das heißt, das entriegelt alles, damit man es benutzen kann? Genau, damit du es benutzen kannst. Also das ist die Freischaltung dafür. Ja. Dann hast du hier das Wassersymbol. Was macht das? Schaltest das Wasser an. Die Pumpe. Genau. Warum ist das wichtig, wenn man geht, dass man die ausmacht? Weil die Strom zieht im Prinzip? Nee. Nee. Weil die heiß läuft. Ach, okay. Also es könnte im Prinzip, weil die läuft, ohne das Wasser durchläuft. Du, ja, oder du vergisst jetzt zum Beispiel den Wasserhahn aufzumachen oder gerade so bei einer Außendusche und mit der Druckwasserpumpe, wenn da irgendwas im Stauraum auch umfällt, dann wird dir das gesamte Wasser auch leer pumpen in der Zeit. Dann. Also das heißt, der würde die 500 Liter aus dem Wassertank oder 300 Liter ins Fahrzeug reinlaufen lassen. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt würde hier, kann ja immer mal passieren, du hast große Vibrationen, da sind Schlauchschellen dran, der Schlauch springt ab. Ja, und weil es so viel Druck drauf ist. Da ist Druck drauf und dann würde praktisch das Wasser aus dem Tank in das Fahrzeug reingepumpt worden. Ist schon passiert, oder Stefan?
Ja, gerade mit der Außendusche das Beispiel. Wenn irgendwo was im Stauraum umgefallen ist, hat die Außendusche angemacht, dann läuft das Wasser einfach durch, ne, wenn die aktiviert wird. Ja. Ist uns der Grund, warum Morelo eine doppelte Sicherung bei der Außendusche hat? Ich wollte gerade fragen, ob es eine Sicherung dafür gibt, dass es eben nicht mehr passieren kann. Also wenn du das hier anmachst, da gibt es auch noch eine Funktion, da kann man die Gesamtpumpzeit dauerhaft auf 5 oder 10 Minuten begrenzen, sodass nach 5 Minuten die Pumpe immer noch ausgeht. Nachteil? Dass wenn man unter der Dusche steht, genau, man unter Umständen kein Wasser mehr hat. Das heißt, du musst mal kurz an- und ausmachen. Das ist so der. Ja. Aber ist Duschkanne von nun. Geflutet. So, hier oben drüber, was ist das? Weiß ich nicht. Guck mal, da ist so ein Symbol auf dem Schalter links. Kann ich nicht zuordnen. Sattanlage, automatisch. Ach, das ist eine Sattschüssel, okay. Sattschüssel. Da, das kleine Thule-Ding. Das fährt mir die Markise raus. Sehr schön. So, und das, ganz, ganz wichtig, Can, was ist uns in Hamburg passiert? Jetzt bin ich gerade überlegen, was ist uns da passiert? Ich hatte die Fernbedienung in der Tasche, habe mich umgedreht. Nachts. Das ist wirklich echt? So was. Echt, ja. Das hast du dann mal irgendwie gut vertuscht. Weil nee, Quatsch. Wir haben irgendwie Fernsehen geguckt hinten. Ich habe ja vorne, du hinten. Und dann hatte ich die in der Tasche und bin zufällig auf diesen Schalter gekommen. Ich glaube, ich war da nicht mit dabei. Da warst du nicht dabei. Und aber du bist ja auch oft unterwegs. Das kann ja das aber vielen sein. Schon passiert, ja. Und dann, was passiert? Dann fährt die Markise automatisch raus, ne? Ja. Und was passiert nach ungefähr 60 Sekunden, wenn die ganz rausgefahren ist, ohne Stützen? Oh. Oder? Das kann ein ganz böses Ende haben, weil die hält schon an der Stelle, aber weh, ist es ein bisschen Wind oder sonstiges. Jetzt kommt es noch viel schlimmer, der Nachbar steht nah neben dir, was passiert dann? Meine Güte, dann fährt er noch gegen ein anderes Fahrzeug, ne? Ja. So, also bitte, macht mir einen Gefallen, packt die nicht in die Tasche, sondern lasst sie genau an der Stelle, denn mittlerweile ist die Neue ist anders. Also ich bin schon so paranoid, dass ich den Wechselrichter teilweise ausmache, deswegen, ne? Genau, die läuft nämlich auf 230 Volt und den Wechselrichter kannst du ausmachen hier mit dem Ding. Und der ist jetzt angeschaltet, damit die Klimaanlage auch läuft. Und den kannst du hier über das Gerät. Also wir könnten uns stundenlang darüber unterhalten, das ist die Klimaanlagensteuerung. Hier hast du zum Beispiel immer interessant, die Leute bauen sich gerne solche Thermometer ein für die Kühlschränke und machen in den Kühlschrank oben und unten nochmal einen Sensor, um zu sehen, wie kalt ist der Kühlschrank. Wofür ist das wichtig? Also es ist so... Stefan, ist schon wichtig, weil es gibt Kühlschränke, die kühlen nämlich nicht so gut. Ja, ist jetzt bei einem Kompressorkühlschrank eher selten, dass der Kompressor mal ausfällt. Aber bei einem Gaskühlschrank, wenn da die Belüftung nicht stimmt und die Umgebungstemperatur zu warm ist und der kühlt nur 28 Grad unter Umgebung. Ich habe aber draußen voll mit der Sonne hier über 40 Grad. Das Fleisch bei 13 Grad im Kühlschrank, das geht dann kaputt. Ja. Und ein Bier bei 13 Grad gibt eine Ehekrise, ne? Ja, da kann man leider nicht so viel machen. So, und das ist die Bar-Version. Can, wenn du dich mal auf den Beifahrersitz setzt und deine Füße mal unter den Tisch platzierst und ausstreckst und jetzt mal von links nach rechts mal die Füße drunter machst. So, ja. Ja, genau. Und was, und, so sitze ich normalerweise ja. Und was fällt dir auf bei dem Tisch? Das ist keine Stütze hat. Hat keine Stütze. Ja. Sehr praktisch. Ja, genau, das ist so, ja. War früher bei den Bar-Versionen, gab es ja schon vor 30 Jahren, immer eine Stütze. Und das ist schon super angenehm ohne Stütze, das Ganze. Hat einen riesen Vorteil. Der Hund kann nämlich drunter liegen und das ist sehr, sehr beliebt bei Hundeliebhabern. Und jetzt kann man das Ganze hier noch ausziehen. Das ist sehr, sehr schick. Und kann es nach oben schieben. Ticken mehr, genau, nach oben schieben. Und dann hast du die so verlängert, dass der hier sitzt, auch noch essen kann. Genau. Den Fernseher gibt es links oder rechts? Hier hat man sich für Fahrer entschieden. Das ist eine Betrachtungsweise. Ne? Es gibt Pro und Contra für beide Seiten. Es kommt auch immer darauf an, wie wird es genutzt. Ist das hier eher so ein Laptop-Platz dann? Oder guckt man lieber von der Couch, guckt man lieber von den Sitzen? Da gibt es Pro und Contra. 1000 Meinungen gibt es da zu diesem Thema. Ne? Also wir hatten den ersten, ich hatte ihn auf der rechten Seite. Das hat aber was damit zu tun. Ich habe mich hier hingelegt. Aber man kann sich auch genauso gut dann da hinlegen. Can hatte ja den Loftliner gefahren so ein bisschen. Und der Loftliner ist ja ein bisschen lauter wie der Daily. Und der Daily hat also einen riesen Vorteil. Er ist sehr leise im Vergleich zum LKW. Und durch die Wanderautomatik fährst du den auch wie ein PKW. Ja, stimmt. Das ist eigentlich, wenn man BMW gefahren ist mit einer ZF-Automatik, das ist schon ein PKW-like, das Ganze hier. Sogar die gleiche Automatik drin. Die alte Achtganggetriebe, genau. Nächste Wohnmobil bei dir in der Einfahrt stehen muss. So, Klimaautomatik mit drin, Alpine Navi, Rückfahrkamera und da vorne ist das Camos-System. Siehst du da das Bird View? Ja. Da oben drauf guckst. Ja. Bei mir macht das nie, aber wenn du fragst, dann ist er direkt mit der Schlüssel. Das sollte normalerweise funktionieren. Ich bin ja auch ehrlich interessierend, genau, hier alles zu lernen. Hast du das Kleingeld schon dabei? Hier eine Besonderheit. Hier noch eine Besonderheit übrigens.
Er hat luftgefederte Sitze. Schau mal, die ist, wenn du mal gerade ein bisschen hoch gehst, siehst du? Ja, das schwingt auch bei längeren Fahrten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wofür... Die Stöße werden abgefedert. Okay. Ist noch komfortabler. Ja. Hat der Beifahrer das auch oder ist es nur der Fahrer? Der Beifahrer, es hat immer beide. Also das, zumindest mal bei Murillo. Also der, ich glaube LKW, da ist nur der Fahrersitz, wenn du einen LKW hast, oder? Der ist luftgefedert oder sind da auch beide? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Sind beide. Beide. Okay. Okay, also der Beifahrer auch. Ist auf die so gesteuert, dass wir keine Zündung brauchen dafür. Jetzt sieht man natürlich auf der Kamera, was vorne dran ist. Ich gehe mal näher dran, ja. Stefan. Geht das so bei dir? Ja, es geht. Warte. So, jetzt siehst du hier... Vorne siehst du Birdview, das heißt das Wohnmobil von oben. Du kannst jede Kamera einzeln ansteuern. Genau. Entweder ich mache das manuell jetzt hier, was ich gerade mache, oder während der Fahrt stellst du ein, dass du nach vorne schaust oder nach hinten. Ich mache es immer nach hinten. Und wenn du den Blinker betätigst, dann siehst du auch die Seiten davon. Das geht automatisch. Automatisch über die Blinker. Automatisch über die Blinker. Kannst dann gucken. Ja, das Lenkrad, ich guck mal gerade, das ist nicht abnehmbar, ist aber bei dem neuen Lenkrad nicht unbedingt nötig, weil es ist abgeflacht. Ja, es ist immer das Streitthema, dann eben ob mit lauter, leiser machen, Elektronik, Bedienung vom Lenkrad aus. Du kommst vorbei. Es hat beides Vor- und Nachteile. Das andere Lenkrad kannst du abmachen, hast einen tollen Diebstahlschutz, ne? Also es gibt das mittlerweile auch abnehmbar, das kannst du sogar umrüsten. Der Nachteil ist, es baut ein bisschen auf, das heißt der Weg zum Blinker ist ein bisschen länger. Da kann man sich aber dran gewöhnen. Dann hat er ein Horn, guck mal hier unten, bitte mal betätigen. Ah, muss Zündung an. Kann auch sein, dass er keinen Druck hat. Aber Druck hat er, weil die... Druck hat er noch keinen. Und das ist eine Zusatzhupe. Die ist so laut. Kein Erschrecken, aber das ist die Süße, ne? Ah, jetzt ist er ein bisschen Druck. Aber es hat noch nicht richtig Druck. Das heißt, der... So, wenn du mal gerade die Zündung mal anmachst, sagen wir so lieb. Das stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Die Zündung an. Ja, einfach mal Motor laufen lassen. So, machen das mal. Also Ölstand. Ist der nicht leise? Definitiv nicht vergleichbar. Ja. Ja. So, und jetzt baut er nämlich Druck auf. Und jetzt ist ja noch die Tür offen. Und wenn du jetzt mal hupst, Stefan. Oh, da sind so viele Leute erschrecken. Geht mal nicht. Also richtig auf der Autobahn. Das ist schon laut, das hier. Nee, das ist so kurz, oder? Oh ja, ich hab's aufgehört damit, aber. Alter, schon ein böser Ton. Ist schon cool. Ist auch, ich weiß gar nicht, ist das im Alltag? Egal, wir werden das mal nicht erwähnen. Deswegen ist auch ein extra Schalter. Ich sag mal so, wenn ich irgendwo gerade in Italien unterwegs bin damit und fahre Bergstraßen, also ich nutze es tatsächlich aus Sicherheitsgründen. Für irgendwelche Tiere zu verscheuchen. Dass ich die Serpentine, wenn ich die einfahre, wenn mir der Bus entgegenkommt, der Reisebus, dass wir beide aneinander vorbeikommen. So, oder jetzt ist mal. Fahrer, der überholt, da kann ich auch irgendwie ihn auch mit schützen mit der Hupe. So, jetzt mal nochmal hupen. Und jetzt ist nämlich richtig Druck drauf. Und das hörst du wirklich einen Kilometer weit. Also, das ist wirklich enorm. Ja, bitte nochmal ausmachen. Dann siehst du hier, Klimaautomatik ist hier mit drin. Du hast, ich guck mal gerade, elektrische Fenster. Das ist also auch nochmal ein Extra. Die kannst du also hier einfach auf der Seite und auf der Seite einfach elektrisch aufmachen. Die sind normalerweise manuell. Gut, auf der Fahrerseite, weißt du, da brauche ich es nicht wirklich. Aber auf der Beifahrerseite kommst du nie bei. Du hast ja nicht einen langen Arm. Verstehst du, fragst jemanden am Weg auf der rechten Seite und fährst. Ja, das stimmt, ja. Oder wenn du in England Maut bezahlen würdest, ne, dann hast du auch deinen Spaß. Ne? Stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ja, 349.000 Euro, der ist schön voll. Ja. Jeder ist anders, also keiner ist gleich, denn bei Murillo kannst du dir die Fahrzeuge bis auf die Seitenschalen sogar persönlich ausbauen lassen. Aber pragmatisch hier die Küche gewählt, da gibt es ja noch die Novell-Küche. Ich habe im Moment auch diese Küche. Und was dir auffällt ist, wo ist das Gaskochfeld, Jan? Es hat keins, gehe ich mal davon aus. Oder hat es noch eine Schublade? Nee. So. Es hat keins, brauchen wir auch keins. Warum nicht? Weil Induktion definitiv ausreichend ist. Ja, es ist optional. Sehr gut argumentiert. Ja. Und er hat, man sieht ja auch, warum das so ist. Er hat draußen auch einen Kocher ja eben auf dem Auszug gehabt. Und hier wurde wahrscheinlich innen drin auch sehr, sehr selten gekocht dann. So, hier drin ist der
guter alter Max-Fan, ja. Seit 1948 dein treuer Begleiter. Meiner Meinung nach der beste, seit, weiß gar nicht, wie lange es den in Deutschland überhaupt auf dem Markt gibt. Ich glaube, die Amerikaner haben den schon länger. Und wir haben den, glaube ich, seit 7 oder 8 Jahren, wo wir den überhaupt kennen. Vorher kannten wir den auch nicht. Ist für mich das beste Gerät. Du weißt warum? Also Dachlüfter ist ja ganz klar. Aber nee, was? Aber weil der ja auch den Luftaustausch viel besser reguliert, oder? Ja, aber es hat einen Riesenvorteil. Wenn du da drauf kommst. Er ist sehr leise. Mach ihn mal auf Minus. Guck mal, da ist Minus. Machen wir da Minus und mach ihn mal auf die niedrigste Stufe. Der ist so leise, dass du den nachts... Ach so, okay, dass man dann währenddessen so schlafen kann. So, jetzt kommt aber noch ein Riesenvorteil. Guck mal da drauf. So, und jetzt schalt ihn mal aus, bitte. Ach, der schließt automatisch das Fenster. Aber jetzt kommt noch was viel Besseres. Und mach ihn nochmal auf, bitte. Das ist jetzt eine Sache, die kannst du nicht gut sehen. Da drüber ist eine Haube. Ach, das heißt, kommt kein Regenwasser rein? Kein Regenwasser. Okay. Und also unten während der Fahrt eben kannst du ihn auch laufen lassen. Das ist natürlich, ja. Sonst erhitzt sich wahrscheinlich das, Hilfe, der Wohnwagen, nee, nicht Wohnwagen, das Wohnmobil halt so sehr. So, dabei. Unangenehm wird. Ja, der Vorteil ist auch, hat Temperatursteuerung, Fernbedienung und du kannst ihn während der Fahrt laufen lassen und im Regen. Und vorher war es immer so. Temperatursteuerung? Das heißt, der geht dann an und aus, je nachdem welche Temperatur. Okay, weil er wird ja nicht kühlen. Der nimmt ja nur das, was außen vorhanden ist. Aber jetzt im Winter zum Beispiel kannst du sagen, ich möchte gerne, dass er um 21 Grad ausgeht und aber nur lüftet. Okay. Besonders cool ist, wenn du 2 hast. Also das habe ich drin. Wir haben sogar welche mit 3 gehabt schon. Mhm. Einziger Nachteil, wo es hier geben kann, weiß ob du das schon mal hattest oder gehört hast, so jeder 10. hat die gleiche Frequenz wie der Alphatronics Fernseher. Und dann machst du den Fernseher an, geht der aus. Ne? Und dann muss er die Ach, du meinst die Infrarotfernbedienung? Ja, dann muss die Platine dann tauschen. Das gibt's auch. Oh, krank. Echt? Ja, das wird sich ändern. Aber der Alphatronics ist auch blöd. Weil das ist der Einzige, wo die Universalfernbedienungen nicht gehen. Also es ist, habe ich mit dem schon mal diskutiert. Aber ja. Du kannst deinem Nachbar seinen Fernseher bedienen. Guck mal hier oben drüber. Eine Kombi-Mikrowelle, eine Haushaltsmikrowelle. Ja, ich denke, das hier ist eben auch die Lösung gewesen, weshalb die Backofen, die nur noch von oben nach unten aufgehen. Deswegen hat man, glaube ich, auch da umgestellt auf die Universal-Mikrowelle. Ist auch eine tolle Sache, ja. Ganz kurz, warum hier zwei Knöpfe? Das ist Apotheker. Ah, okay. Ja. Das ist sonst von der Verwindung her zu viel Kräfte, die ohne, mit einem Verriegler würde der nicht halten, wird aufgehen während der Fahrt dann. Aber es hat ja auch nicht jeder einen Apotheker in seinem Wohnmobil. So, und dann... Ja, unten darunter nochmal. Weil einer wäre nicht genug, genau. Ja, du hast... Ich finde, das praktischste Must-Have, was eine Küche haben muss, ist ein Apothekerschrank. Aber was das lustig war, was ich Jan gesagt hat, ich habe zu viel Concorde gesehen, den Morello mag ich nicht so, hast du gesagt, ja. Aber auch nur wegen dem Fahrwerk, weil das war wirklich... Das war Eweco. Ja, genau. Und der war ein bisschen rau, ne? Ansonsten war das Fahrzeug natürlich gut, ja. Aber das, wenn du halt viel fährst und du fährst nur zu Dreharbeiten, dann kannst du natürlich schon mal ein bisschen so auf den Kopf gehen. Ja, sehr schön. Aber nicht beim Stehen. Guck, da vorne waren auch die Sender von dem Temperaturgerät, was du hast. Mach mal runter, also runter Kühlschrank, mach mal auf. Da sollte jetzt auch noch einer drin liegen. Das Wichtigste ist der Kühlschrank für den Herzog. Ja, Kühlschrank. Diesmal Ausführung Kompressor. Und da siehst du, ja, irgendwo wird er sein. Da ist der Sensor, siehst du? Ja. Den hat er da reingemacht, um zu gucken, wie kalt ist es denn. Und dann kannst du das ablesen. Ja, wir haben zurzeit sagenhafte 32 Grad hier drin. Ist heute auch warm ohne Ende, muss man auch sagen. Es fühlt sich aber nicht so an, finde ich. Es geht noch, ja. So, wir gehen mal durch. Und hier hätte man jetzt noch eine Spülmaschine einbauen können. Ja. Geht aber alles auf das Thema Zuladung. Also das, ich denke, das ist ganz gut ausgestattet, das Fahrzeug. Aber es ist noch genügend Zuladung, wäre hier frei, um dann hier auch noch dann eine Spülmaschine einzubauen. Können wir nachrüsten. So, Jan, das ist das Badezimmer. Linke Seite ist großes Waschbecken mit jede Menge Platz und einem Spiegelkleiderschrank, den kannst du öffnen. Mit der Beleuchtung. Gefällt dir das? Ja, natürlich. Das ist dann auch immer alles gesichert nochmal, damit die nicht aufgehen. Und du hast, glaube ich, links Steckdosen. Wir haben dort in der Ecke eine Steckdose und haben dort auch eine Steckdose. Ja. So, und da Steckdose. Und es könnte sogar sein, warte, ich guck mal gerade, dass du in einem der Schränke hast du, glaube ich, noch eine Steckdose im Schrank. Da ist sie. So. Wollte gerade sagen, das ist ja hier Morello. Ich habe mir übrigens in meinen. Ah, guck mal hier. Genau diese Steckdose habe ich mir legen lassen an der Stelle. Für einen Backofen elektrisch oder für was hast du es gemacht? Also, ich habe eine andere Mikrowelle gehabt. Okay. Und oben drüber hast du einen Schrank und da kannst du egal welche Mikrowelle reinmachen. Tresor hast du mit drin? Ja.
Mit ohne Füllung, ja. Mit ohne Füllung. Und das Coole ist, bei dem Hahn, dem Wasserhahn, den kannst du rausziehen. Echt? Hm? Probier mal. Und da kannst du die Haare waschen. Oder ja, was auch immer. Und dann, Funktion, musst du wissen, alles, was du drücken kannst, als Taster, das kannst du dimmen. Das heißt, einfach, im Prinzip... Ja, das ist an-aus. Und wie macht man das dann? Auch an-aus, auch an-aus. Ja, super. An, aus. Ja, ganz okay. Toll. Auf der anderen Seite, probieren wir da. Das heißt, ja, hier kann das sein? Und du, okay, genau. Genau, und wenn du nämlich kurz tippst, dann ist an-aus. Und wenn du festhältst, dann kannst du dimmen. Ja, siehst du? Das sieht man jetzt nicht so gut, aber funktioniert. Ja, das sieht schon gut. Ja. Okay. So, dann hast du jede Menge indirekte Beleuchtung. Das ist die Zahaka-Toilette, die kennst du ja schon. Das war die, die wir auch verbaut hatten? Nee, das ist jetzt eine andere. Ah, okay. Das war jetzt eine Dodomatic. Wir hatten ja eine Tecma von Tedford. Aber die geben sich nichts. Ja, also, das ist auch kein Unterschied, was jetzt wirklich besser ist. Ist beides gut. Ja, ich habe jetzt wieder eine Dometic, also mein Gott. So, dann einen Spiegel hast du hier, einen riesengroßen Spiegel. Wo ist der John? Der versteckt ist. Ja, genau. Wow, das ist eine Doppelspiegeltür. So, genau, und da ist der Spiegel, wenn du zumachst. Hallo. So, ja, John ist ja Mediengestalterin Bild und Ton, hat ein schönes Händchen für Design, denn du machst ja Halsbänder. Wie gefällt dir das Design hier? Also, überwältigend, würde ich sagen, ja. Also das ist ja wirklich so, dass wir jetzt viele Wohnmobile gesehen haben in den letzten Tagen, aber das hier ist schon mal nochmal eine andere Hausnummer, würde ich sagen, ja. Der Kontrast von dem dunklen Holz zu den hellen Oberschränken, da, es gibt jetzt auch helles Holz, ja, was ja auch verbaut wird, aber das gefällt dir, das Dunkle? Ich würde wahrscheinlich das hellere Holz nehmen, aber ich finde, dadurch, dass es jetzt nicht so dunkel ist, finde ich ehrlich gesagt, dass beides sehr schön ist. Es wirkt sehr edel. Ja, also ja, wenn du das Dunkle mischst mit dem hellen Boden, wie das hier passiert ist, und den hellen Sitzen und den hellen Fronten, dann wirkt das total edel, finde ich, oder? Ja, ich denke, im Bettbereich ist immer das Problem, dass die Werksbezüge von den Betten eben sehr dunkel sind. Und wenn das jetzt eine schöne Bettwäsche da drauf liegt, dann sieht das alles in allem noch freundlicher aus. So, hier hast du noch ein großes Heki mit drin. Hier ist ein Fernseher. Kann ich ja gerade mal zeigen. Und da ist ja ein Alphatronics drin mit Soundbar, Oyster und allem drum und dran. Ja, tolles Fahrzeug, zwei Schränke. Das ist nämlich der LS und das werden wir gleich sehen im 88 LB. Da hast du das nämlich nicht. Da fehlen die beiden Schränke hier hinten. Dafür ist das Fahrzeug ein gutes Stückchen kürzer. Und für Fernreisende sind die beiden Schränke natürlich unersetzlich. Es gibt eine Besonderheit, du kannst dir in den Schrank links hier eine große Toploader-Waschmaschine einbauen lassen. Die könnt ihr nachrüsten. Ja, das haben wir schon öfters jetzt gehabt, dass hier große Toploader eben auch sind. Es gibt aber auch, habe ich schon gesehen, auch schöne Geräte als Frontlader. Gibt es ja auch schöne Geräte, die rein. Habe ich gesehen, aus Italien sogar, von... Ach, das kommt jetzt nicht auf. Aber der ich weiß, was du meinst. Das ist aber ein schönes Gerät. Das passt auch schön rein, ja. So, und hier noch ein Schrank. Und ich habe mir übrigens, das könnt ihr nachrüsten, braucht jetzt vielleicht nicht jeder. Ich habe mir in alle Schränke habe ich mir Steckdosen legen lassen, weil du immer irgendwelche Ladegeräte kannst du verstecken. Das ist natürlich vorteilhaft, genau. Ja, das war so. Kameraausstattung. Das kann man aber nachrüsten. Also wenn jemand sowas braucht, das kann hier Stefan nachrüsten. Jetzt kannst du dich einschließen. Ich zeig das mal gerade. Also wenn du jetzt mal alleine auf Toilette gehen möchtest, machst du einfach hier zu. Und hier zu. Und dann hast du dein Raumbad und hast deine Ruhe. Und der andere kann sogar noch schlafen gehen. Natürlich, denke ich mal, ein Must-Have, wenn man die Beziehung schätzt. Ne? Lustig. Ja, ich denke, nicht jeder möchte... Na, ich meine, man will zwar campen gehen, aber ich denke mal, so Privatsphäre ist halt schon was, worauf man nicht wirklich verzichten will. Aber Gianni, ist das hier Zeltlager-Campen? Jetzt mal ehrlich. Ja, campen kann man das nicht nennen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt für ein Begriff? Da müsste man einen neuen Begriff für erfinden. Das Liner, also das sein Eigenheim ausführen. Also die Besonderheit ist ja hier in Europa, ist, dass du kaum Slideouts hast. In Amerika hat ja jedes Wohnmobil ein Slideout. Du weißt, warum die so viele Slideouts haben? Ehrlich gesagt nicht, weil die oft drin wohnen, oder? Das hat was zu tun mit dem Führerschein. Also die haben in Amerika die Besonderheit, in Kanada wurde es gerade abgeschafft. Ja? In Kanada musst du jetzt einen LKW-Führerschein machen. In Amerika... wissen viele nicht, darfst du bis 24 Tonnen, glaube ich, mit dem PKW-Führerschein fahren.
Echt? Ja, wenn du es nicht gewerblich machst als Wohnmobil, darf also jeder Rentner und jede junge Person... Ist das B-Class dann bei denen oder wie heißt das? Das ist diese Wohnmobile sind Pkw. Mhm. Du darfst sogar, wenn du was transportierst, einen Anhänger ziehen, so viel wie du willst, wenn du es privat machst. Wenn es nicht... Es sei denn, du machst Güte, dann geht's aber ab in Amerika. Dann musst du 1000 Scheine machen. Aber du darfst. Ja, und du darfst nämlich da 12 Meter Wohnmobile. Und dadurch, dass die von der Tonnage nicht beschränkt sind, haben die natürlich auch die Zuladung für die Slide-Outs. Und deswegen sind die deutschen Wohnmobile per se mal, würde ich mal sagen, länger. Und sind eher so ein bisschen schlauchförmiger. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn man so einen langen Liner hat, braucht man doch sowieso schon den Führerschein dafür. Oder nicht unbedingt. Dieser Wagen hier zählt für die Altführerschein. Achso, aber das Slide-Out würde dann wieder unter eine andere Kategorie fallen, oder? Der wird zu schwer. Das wäre nachher noch 500 Kilo Zuladung übrig. Und das wäre schade dann, wenn es nur 500 wären bei der Ausstattung. Ja, das haben wir noch nie gehabt. Länger. Also kurze Einführung. Eigentlich kannst du dir bei der Übergabe jetzt vieles schenken. Wenn derjenige das Video sieht, der dieses schöne gebrauchte Wohnmobil bekommt, der ist ja wirklich vom Zustand her, wie würdest du sagen? Neu. Ja, fast also neuwertig, oder? Ja, definitiv. Klar siehst du in einer Ecke oder sowas mal, aber das ist schon in einem sehr guten Zustand. Die haben gut aufgepasst, die Leute. Und was ja ganz wichtig ist, dass der Wagen eben mehrwertsteuerausweisbar ist. Die ist ausweisbar? Der ist ausweisbar. Ja, genau, der ist ausweisbar. Hat natürlich den Vorteil, falls ich die Möglichkeit habe von meinem Gewerbe, dass ich den in die Firma mit reinnehmen kann. Reden wir hier von 60.000 Euro Umsatzsteuer, die ich mir eben spare bei den Investitionen. Ja, Riesenvorteil natürlich, wenn du das Fahrzeug zum Beispiel in die Schweiz exportierst, dann wird die nämlich abgezogen. Du zahlst nur, ich glaube, 7% in der Schweiz. Mhm. Für die Einfuhr, genau. Mhm. Einfuhrsteuer und du musst die deutsche Mehrwertsteuer nicht mehr bezahlen. Das ist also ein Riesenvorteil. Gut, Nachteil in Österreich. In Österreich musst du die Nova bezahlen, egal wie, ob neu oder gebraucht. Das muss einmal bezahlt werden. Ja. Nova ist wie in den Niederlanden, gibt es eine extra Steuer auf CO2. Okay. Also wenn das Fahrzeug nicht elektrisch ist und hat und so weiter. Ja, wir sind in Saarbrücken, heute mal ein ganz anderes Video. Ich habe die Jammer mitgenommen. Ist es okay für dich? Ja, natürlich, klar. Okay, und das Auto steht zum Verkauf, unfallfrei? Ja, der Wagen ist unfallfrei, ist im schönen Zustand. Ich glaube, wir haben alles so weit beschrieben, wie wir es jetzt gesehen haben auf den ersten Blick. Und rundherum war sehr ausführlich gewesen. Aber das Fahrzeug ist wirklich sehr schön. Toller Wagen für zwei Personen. Hat eine 3-Personen-Zulassung, falls es auch noch jemanden interessiert, wenn man mal zu dritt unterwegs ist. Also zu dritt darf man auch fahren, schlafen. Es ist eigentlich ein richtiger 2-Personen-Wagen. So, hier sieht man, also das wäre der dritte Sitz. Und du sitzt auch in diesem Sitz bis auf die Luftfederung. Genauso wie auf den Sitzen vorne. Ich glaube, der hat vielleicht sogar eine Luftfederung. Hat eine Luftfederung. Sieht das jetzt hier von der Seite so aus. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Er hat sogar noch, guck mal hier, er hat eine Blinksteuerung drin. Das heißt, er hatte Überwachungskameras drin. Das ist interessant. Und der Hub ist noch eingebaut, siehst du? Ja, es gibt auch eine sehr interessante Möglichkeit hier mit dem vorhandenen Technik von Carmos. Kann man mit Carmos kontaktieren, gibt es eine neue App, die man für relativ wenig Geld, können wir die 360-Grad-Kamera eben zur Überwachung auch benutzen. An die Blinksteuerung, oder? Weil wahrscheinlich hatte die. Aber wir haben damals die Blinkkameras genommen, die wir auch sonst wo einsetzen. Das sind die von der Amazon, die Kameras. Die gehen ohne Stromanschluss. Die haben eine Batterie, die hält irgendwie 2 Jahre. Und damit kannst du einfach zum Beispiel in Verbindung mit einem Router die Temperatur innen feststellen und gucken, ob jemand reingekommen ist. Und du kannst von außen sogar Bewegungen kannst du feststellen lassen. Das haben wir vor 2 Jahren mal eingesetzt. So, wir gehen raus. Hier sind wir bei Wohnwagen Vogt. Das Ganze präsentiert von einer angehenden Wohnmobilspezialistin, nämlich Jan Herzog. Und dem altbekannten zweite Generation, zweite, dritte? Ja, dazwischen irgendwo. 349.900 Euro, Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Kilometer, was hat er? 12.000, süße 12.000 Kilometer, ja. 9,20 Meter lang. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist der 12. Juni 2023. Tschüss, Jan.